So, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Part von South Park The Fractured Butthole. Wir machen jetzt hier weiter. Uah. So, wir haben jetzt hier... Ja, wir machen weiter mit der Story, denke ich mal, oder? Schnitzeljagd gibt es ja auch noch, aber... Ja gut, ne? Kopfaufnahmen, Job. Habe ich schon beendet. Ja, Uis, das ist, wenn wir eins finden, dann klar. BGLs Katzen, ich weiß halt nicht, wo die im Wald ist, das muss ich mal nachgucken. Ja, wir machen das Samariter-Programm. Wir wollten uns, glaube ich, im Altenheim treffen. Genau, dann machen wir das hier. Fantastisch. Wir sehen uns. So. Was ich aber noch mal gucken wollte, ist im Charakterbogen, was es da Neues gibt. Ich habe wahrscheinlich hier was Neues bekommen. Achso. Es hat sich scheinbar nicht aktualisiert oder so. Ja. Was gibt es hier jetzt für Missionen? Wir haben hier Artefakte. Kostüme. Kloherrscher. Boah, Klos, denke ich mal, werden wir schon noch machen. So, dann gibt es hier noch Yaois, Rätsel lösen. Ja, wir kommen auf jeden Fall Schritt für Schritt näher, denke ich mal. So, du Wichser. Zack, Alter. Hallo, ich könnte gerade wirklich einen Helden brauchen. Durch mein Nachhilfegeschäft ist ein Konkurrent auf mich aufmerksam geworden. Ich höre dich, Schlampe. Hol dir deine Tracht Prügel ab. Das ist mein Block. Könntest du kurz vorbeikommen und mir helfen? Danke, Daddy. Was für Daddy? Untersuche die Störung bei Cartmans Haus. Okay, na, das mache ich jetzt aber nicht. Da kommt wohl der Arsch! So. Hier rüber! Ja, wir kümmern uns um euer Problem. Hör mal, das ist eine sehr wichtige Mission. Bist du bereit dafür? Hey, wird's bald! Los geht's, Freedom Pals! Wir sind zur gemeinnützigen Arbeit hier. Oh, toll. Alle mal herhören. Hier sind ein paar Kinder, um uns ein Ständchen zu bringen. Was? Ich fliege gern auf der Triangel, die Triangel macht. Und wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach... Das macht mir Mut. Das macht mir Spaß. Ihr seid scheiße! Tut uns leid, das Kind da ist neu. Ich spiel gern auf der Triangel, die Triangel macht... Die Mandoline spiele ich auch und bei der klingt das... Wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach... Das macht mir Mut! Das macht mir Spaß! Runter von der Bühne! Die Mandoline spiele ich auch und bei der klingt das. Ich spiele gern auf dem Flügelhorn, das Flügelhorn macht. Ich spiele gern auf dem Flügelhorn, das Flügelhorn macht. Wenn ich einmal traurig bin, dann macht es einfach. Das macht mir Mut. Das macht mir Spaß! Ist das bescheuert? Was ist das für ein Scheiß? Moment! Dieses Kind da! Ist der furzende Selbstjustizler aus den Nachrichten! Hä? Das ist das Kind, das mit den Drogen in der Stadt aufräumt! Der Selbstjustizler will unser Paracetamol! Was? Hä? Entkomme aus Shady Acres! So viele angepisste alte Leute! Oh Mann, wir müssen zum Ausgang, Freedom Pearls! Ich hab hier alte Leute als... Schwäche angesehen, ne? Ich bin wieder da! Ach so Scheiße, was will der denn?
Oh, Scheiße, was macht er denn jetzt? Gute Nachricht, ich habe einen Schild. Okay, ciao. Gut, dass ich für euch kämpfe und nicht wegen irgendeiner fiesen Wendung gegen euch. Meine Sturmwinde sollen dich bestrafen. Windsturm zieht auf. Ich stehe unter Strom. Das ruiniert mir doch nur wieder die Frisur. Ach du Scheiße, gegen. Die Welt besser gemacht für das Chaos. Ich mag diese alten Leute nicht. So, ja, natürlich. Nein, du machst hier nichts. Zack. Pausenfurz. Ihr macht hier nichts mehr mit der Welt. Zack. Ciao. Okay, nee, der Ötti überlebt noch, aber das ist so bescheuert. Ach, es gibt schlimmere Gerüche. Ich will eure Paracetamol eigentlich nicht. Was ist das denn? Hey, lasst ihn in Ruhe! Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Ich will eigentlich nur abhauen. Ich will euch gar nicht besiegen, aber ihr lasst uns ja keine andere Wahl. Oh, Scheibenkleister, noch mehr Großeltern? Alter, wie viele wollen da noch kommen? Ja, dann greife ich dich halt an. Ich will an sich ja dahin. Ein bisschen Respekt vor dem Alter. Alter, wie viel wollen denn noch kommen? Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Ein Sturm zieht auf! So, beide schocken. Das ist gut. Ich brauche meine Tabletten. Boah. Tut mir leid, aber das muss ich leider machen. Oh, ich blute. Oh ja, Sirion Power. Eigentlich verprügeln wir wirklich unschuldige Leute. Ich hab Blut auf meinen Schuhen. Ist das bescheuert? Aber ich hab ultimativ Kraft. Stimmt, ich will Professor Chaos Ding sehen, ne? Oh ja, ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß die Prügelstrafe doch gemacht hat. Ah, okay, es macht mehrere gleichzeitig. Ach, der macht irgendwas. Alter, wie cool, das war ein saufaktes Stick of Truth, wäre fast genauso. Schnauze, juckt mich sowas von null. Zack. Super Tornado. Aber, es ist nicht sehr nett, Oma zu hauen, Pauli. Alter. Der, oh Mann, bin ich dran? Der hat so. Ja, ich weiß schon, also so ein Helm so. Ja, und wenn der Kotze reingeht, wisst ihr, was ich meine? Dass das so überfüllt ist und der kann dann dadurch nicht atmen. Das ist irgendwie eklig. So. Sterbt ihr jetzt beiden, bitte. Will nämlich durch. Die Unterhose von dem möchte ich nicht sein. Kann ich überhaupt nach vorne? Na gut, einigermaßen. Ich kann alle drei umbringen. Mach ich auch. Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. Was macht der denn jetzt? Blocken. Oh, toll. Toll. War das fest genug, um dir anstatt... Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Jetzt umgekommen die hier hin. Ah, da kommen noch mehr von ihnen. Mann, ich kann ja gar nicht raus. Ist ja bescheuert. Hm.
Ja, einer sollte sich wenigstens mal um die da hinten kümmern. Was soll ich denn sonst machen? Bist du sicher, dass du nicht radioaktiv bist, Professor? Nein. Ja, Tweak ist tot. Scheiße. Mit der Shady Acres Bande anlegen. Shady Acres Bande? Was ist das denn? Da kommen noch mehr. Das ist einfach nur bescheuert, Alter. Ja, geht, Alter. Oh, Scheiße, du bist verwundbar. Ultimativkraft. Ja, Token ist dran. Stimmt, seine wollte ich auch mal sehen. Initiiere das Upgrade Supermech MK2. Was ist das jetzt? Ach, der kann jetzt jeden angreifen, oder was? Alter, wie oft darf denn der angreifen? Eigentlich eine coole Fähigkeit, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt. Bleib liegen, Drecksbalk! Kann ich jetzt abhauen? Dankeschön. Als ob! Ich will einfach, dass ihr nichts machen könnt. Dass ein Zug übersprungen wird. Ach, Token muss jetzt auch dahin kommen. Oh, das tut weh. Ja. Ziel erfasst. Tut mir leid, aber du musst sterben. Super Tornado aktiv. Macht weiter so, Jungs. Als ob! Also das, die hat halt einen Rollstuhl, die kann sich überall bewegen. So, ich muss jetzt mich heilen. Wobei, ich kann hier raus und mich heilen. Ich hätte vorher noch mal für kleine Jungs gehen sollen. Ich mach das. Es sind einfach viel zu viele oben, viel zu viele alte Leute hier, Alter. Ja, natürlich kannst du mich angreifen. Ich muss jetzt mit Tupperdose da rauskommen. Supermech Upgrade bereit. Na. Aber der ist kurz vorm Ziel. Ja, natürlich kommt die hinterher. Mann, die kann sich verpissen. So, ich töte die jetzt. Die nervt mich total. Ciao. Ich brauche Tupperdose, nehme ich hier. Damit wir hier abhauen können. Ich habe echt keine Lust auf diese alten Leute besiegen. Ciao. Die kommen wahrscheinlich niemals hinterher, weil die haben verlangsamt bis zum geht nicht mehr und die können eh nur ein Feld nach vorne laufen. Die kommen niemals hinterher. Die Rollstuhlfrau war, glaube ich, die einzige, die irgendwie in der Nähe gekommen wäre. So. Können wir jetzt abhauen. Ciao. Ja, deswegen sind wir wohl gefährlich, weil wir alte Opas verprügeln. Wer kennt es nicht? Hier Mysterion. Mission trotz Problemen erfolgreich. Gute Arbeit, Leute.
Ich gratuliere dir. Du bist jetzt Mitglied der Freedom Pals. Begleite uns heute Abend auf die Mission zum Polizeirevier. Die Polizei kassiert Schmiergeld von South Parks neuem Unterweltkönig. Das stimmt. Auf dem Revier können wir vielleicht rausfinden, was hier gespielt wird. Willkommen im Team. Bis heute Nacht. Erzähl niemandem, dass wir zum Polizeirevier gehen. Alter, das war geil, Neuer. Achtung, Kuhnfreunde, alle sofort zum Kuhnversteck. Wir wissen jetzt, was die Freedom Pals wissen. Alle Kuhnfreunde zum Kuhnversteck. Super Arbeit, Arschlord. Sprech mit dem Kuhn im Kuhnversteck. Omega-Prolog. Okay. Ich bin sogar relativ gut ausgestattet dafür. Ist das an? Okay, lieber Wunder. Stopp, Dreieck spielt in, Was? Ist das an? Okay, lieber Wunder. Stopp. Dreieck spielt in Shady Acres. Stopp. Dein Fan, die alte Mrs. Fannickels. Stopp. PS, wenn du Lust auf eine Nummer hast, Zimmer 122. Stopp. Wir hätten ein Kind, dann eine. Ist das dumm, Alter. Hatte ich Mr. Jenkins auch hier? Ja, hab ich sogar. Habe ich jetzt irgendwas auf Neues auf dem Charakterbogen? Verprügel alte Leute oder so? Nö. Na gut. Besser so. So, Zimmer 122. Habe ich meinen Doktor zu ziehen vergessen? Ja, Windel ist durch. Ja. Wo kann ich denn zu den Zimmern gehen? Pass auf, mit wem du redest. Die quatschen dich hier mit ihrer gesamten Krankenakte voll. Ich glaube nicht, dass man da irgendwo hin kann, oder? Glaube ich irgendwie nicht. Hab zumindest hier nichts gesehen. Vielleicht später irgendwann mal. Ich guck da auf jeden Fall irgendwann mal später durch und... Ich bin es, Professor Chaos. Ich hab da ein fettes Problem. Ich hab doch diese ganzen Migrantenlakaien. Naja, und irgendwie kann ich dir nicht mehr bezahlen, weil du meine Pläne vereitelt hast und ich so kein Geld verdiene. Und jetzt sind die Lakaien ganz schön angepisst. Treffen wir uns auf der Bank? Wäre ich dir voll dankbar. Chaos, Ende. Kein Problem. Aber jetzt lass mal die Zeit pausieren, weil hier ist doch ein Kätzchen von Big Gay Al, glaube ich. Ja, Big Gay Loki. Gut. Verlasst du zusammen mit Professor Chaos die Bank? Okay. Ich denke mal, ich mache weiter mit der Story, oder? Let's go, Jungs. Das macht so Spaß! Wir sollten öfter Selbstjustiz üben. Schnauze, Raisins oh Girls. Mein Gott, gehst du wirklich einfach weg? Ja, gehe ich. Ich will meine vierte Fähigkeit jetzt haben, weil das müsste die neue Fähigkeit sein. Ich krieg bestimmt eine neue Fähigkeit, weil wie alles begann, wisst ihr schon, was ich meine. Teil 4. Na dann. Ist es Zeit für Blitzkrieg? So, hierhin. Ach. Lieber schnell. Ach ja, Mrs. Cartman hat ja auch noch eine Bitte. Ach ja. Wir sehen uns. Da kommen auch noch ziemlich viele Nebenquests dazu. Alter, was ist das denn für ein Auto? Ach du Scheiße. Da bist du ja, Daddy. Ah, das ist also der scheiß Nigger-Arsch, der sich hier breit macht. Das ist das für ein Gut, Typ. Ich mach dich fertig. Und dann greife ich mir die Mutti-Tussi und schick sie anschaffen. Kapiert? Hau den Zuhälter um. Ich reiß dir den fetten Arsch auf. Überzeuge die Dame mit deiner starken Hand für dich zu arbeiten, Daddy. Ach, Zuhälterschlag. So, kommen wir zum Geschäft. Jetzt wirst du die Bitch von der Bitch.
Ach, das ist ja cool gemacht. Verräter-Bitch. Verräter-Bitch. Ich mach dich jetzt richtig platt. Im Vergleich zu Daddy bist du richtig zärtlich. Du wärst tot. Ich glaube, ich hol dich. Zack. Du bist bezaubert. Schnauze, du kannst hier nichts machen. So. Verprügel dich und den Zuhälter gleich mit, Alter. Komm her. Ciao. Ist er tot? Nice. Das war ja übelst easy. Zuhälterstärke. 55 Euro. Nicht schlecht. Danke, Daddy, dass du ihm gezeigt hast, was eine Zuhälterschelle ist. Lass uns ein Selfie mit unserer neuen Familie machen. Okay, Daddy. Zeit für Familienfotos und so. Geil, Alter. Ich krieg jetzt zwei neue Follower. Ist das bescheuert? Dann klar, Daddy. Ich mache ein Selfie. Shauna. Okay. Okay, Daddy. Alles cool. Oh, Daddy. Wir werden gut für dich verdienen. Scheiße, ja. Geld, 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 Bitches. Hey, Mom. Ja, Schätzchen? Was machen der tote Pimp und die Nutten hier? Oh, das sind nur dein Onkel und deine Tanten. Okay, und Wunderarsch? Ich hab dir ein paar Süßigkeiten in die Küche gestellt. Okay, Mom. Sammel weiter Follower, Wunderarsch. Ist das bescheuert einfach nur. So, mit Mrs. Cartman habe ich schon ein Selfie, oder? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich guck jetzt mal. Ich habe jetzt 700 immer noch genauso viele ungefähr. Ich glaube schon, dass ich mit Mrs. Cartman ein Selfie schon lange habe. Ich sehe hier nichts. Daddy will ein Selfie. Daddy bekommt ein Selfie. Doch, hatte ich schon. Okay, mach ein Selfie mit deiner neuen Familie. So. Jetzt habe ich aber die Mission erfüllt, oder? Immerhin. So. Ja gut. Das sind alles noch leichtere Missionen. Wie ihr selber seht. Aber nichtsdestotrotz. So, wir haben... Boah, geht jetzt ins Steck. Hat er jetzt ein neues Passwort? Nö, keine Mädchen erlaubt. Keine Mädchen erlaubt. Zack. So, jetzt kriegen wir wahrscheinlich eine neue Story. Super Arbeit, die Freedom Poser checken null, dass du sie gefickt hast. Okay, Leute, hört zu. Arschlord hat herausgefunden, dass die Freedom Pearls heute Abend in das Polizeirevier einbrechen. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das Polizeirevier? Wir können nicht die Polizei ausschalten, spinnst du? Ja, lass das doch die Freedom Pearls machen. Das geht nicht, Leute. Wieso nicht? Weil ungefähr um 10:30 Uhr heute Morgen Classy von der Polizei verhaftet wurde. Woher weißt du das? Yo, what the fuck, ihr kleinen Pisser mit euren scheiß Caves wolltet mich doch beschützen. Ich hab nur einen fucking Anruf. Ihr Nigger kommt jetzt sofort her und holt mich hier raus. Scheiß möchtegern Superhelden-Spasten. Wir müssen dir helfen, Leute. Wir haben's versprochen. Wenn wir die Freedom Pearls das alleine machen lassen, stehen wir als Trottel-Franchise da. Aber wieso sollten sie mit uns zusammenarbeiten? Du vergisst, dass Wunderarsch jetzt auf Kumpel mit den Freedom Pearls macht. Arschlord bringt sie dazu, das Erdgeschoss des Reviers anzugreifen. Währenddessen schleichen wir uns rein und holen Classy raus. Die Freedom Pearls werden wahrscheinlich sterben wegen uns. Und dann wäre welches Superhelden-Franchise die Nummer 1? Wir haben es Classy versprochen. Ab nach Hause ins Bett. Wir haben heute Nacht Großes vor. Das wär's, Arschlord. Wart auf eine Nachricht von den Freedom Pearls. Was ist denn noch? Was? Schon wieder dieser Dackelblick. Willst du mich eigentlich verarschen? Nein, Wunderarsch. Schmink dir das ab. Du kriegst auf keinen Fall noch eine Klasse. Doch, ich will eine. Tut mir leid, was mit deiner Mutter passiert ist. Ich weiß, du willst das abhaken, aber... Oh. Nein, ich weiß nicht, wie das ist.
Schon gut. Schon gut. Vielleicht kriegst du doch noch eine Klasse. Kampfsportler. Gadgetmeister. Kampfsportler. Na guck mal, der hat sogar Mumm als Ultimativkraft. Pflanzmagier, Gadgetmeister. Pflanzmagier. Oh, ich will das. Ein Kampfsportler. Manchmal auch Mönch in bescheuerten Spielen. Ich will den Kampfsportler. Und hörtest deine Mom schreien. Du gingst in den Flur. Als Kampfsport-Superheld hast du dein Ski fürs Gefecht konzentriert. Du hast die Chance genutzt, um mit der Drachenumkehrung zuzuschlagen. Dein Gegner purzelte nach hinten und war benötigt. Oh, du glaubst, du kannst Kung Fu? Die hatten keine Ahnung, womit sie es zu tun hatten. Du hast dich gesammelt, um deinen ultimativen Move, den Drachen-Styler, auszuführen. Stimmst du, Zwerg? Deine Gegner verfielen in blinde Wut, konnten aber nichts gegen deinen Schutz ausrichten. Das soll eine Ultimativkraft sein. Da deine Gegner von ihrer eigenen Wut betäubt waren, hast du einen uralten und mächtigen Drachentanz begonnen. Schätzt. Tut mir leid. Als Held konntest du dich natürlich nicht über ihr Schicksal freuen. Du konzentrierst dein Ski in der Faust und haust jeden um mit dem Drachenkraftschlag. Okay, das war echt ziemlich cool. Du liefst blitzschnell zum Schlafzimmer deiner Eltern und stürmtest hinein, um deine Mom zu beschützen. Zu spät, dein Dad hat sie gefickt. Oh. Das muss dich innerlich zerreißen. Wie Menschen einander das antun können, es tut mir so leid. Egal, wir haben heute Nacht was vor. Wir sehen uns beim Revier. Mehr gibt's nicht zu besprechen. Ich melde mich, wenn deine Eltern glauben, dass du schläfst. Charakterbogen vom Kuhn. Diesmal wirklich nice. Jetzt haben wir das sogar. Das will ich jetzt mal sehen. Hetero-Cis-Mann. Halb Mensch, halb Kuhn. So. Ja stimmt, Kräfte. Ich gucke jetzt meine Kräfte an. So. Also ich fand ja auf jeden Fall die Ultimativkraft eigentlich nicht so gut. +728. Nö.
glaube, von denen will ich halt. Ich will noch nicht mal was von denen. Ich will gar keine Kraft von denen. Ich finde die irgendwie gar nicht gut. Tut mir leid. Ich finde die nicht gut. Vielleicht verstehe ich das aber auch nicht oder so. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, das war's auch mal für diesen Part. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.